Hallo Stephanie, hallo Leonie, hallo Jam. Ja. Das Update ist, sind neue Pferde und eine Quest. Oder mehrere Quests. Ich blicke da gar nicht mehr durch. Ich weiß gar nicht, was ich davon jetzt noch machen muss. Ich glaube, das ist die Quest, die habe ich noch gar nicht gemacht. Help. Alles klar, Stefanie. Ah, ne, Juli. Juli war ich schon. Elisa? Hallo Hina, hallo Wendela. Ich kann leider nicht online kommen. Warum denn? Aber ist ja nicht schlimm. Hallo Conny. Das denn? Hat mich eiskalt gelöscht, oh, das ist klar. Wait kurz, kommen wir vielleicht, okay, on. Alles klar. Ja, ich warte noch ein bisschen. Liebe deine Videos. Dankeschön. Hab das Pferd auch. Ja, das ist. Ich werde es heute ausleveln dann, aber. Ist voll schön. Momentan auch nicht online kommen, weil wir gerade zäunen, aber bei mobile Daten hat es klar einen Vorteil. Alles klar. Hallo Feya.
Liebe Grüße an Anne Lightning Dew. Ich werde nebenbei übrigens frühstücken, weil ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich bin aufgestanden, bin zu den Katzen von meinem Nachbarn gegangen, weil die gerade im Urlaub sind. Dann habe ich trainiert, dann habe ich mich geduscht, jetzt habe ich mir Frühstück gemacht, jetzt bin ich live, genau. Ich feiere deine Insta und allgemein dein Talent für Videos. Dankeschön, Hina. Hallo, Luna. So, sorry, ich logge mich gerade ein, aber bin nicht gleich auf Server. Na, ist gut. Ich wollte ja eigentlich dieses Pferd in 2 Tagen ausleveln, aber das geht nicht. Ich habe ja jemand anders gesehen, der hat es in 2 Tagen ausgelevelt. Aber vielleicht hat die Person auch das Easy-Rennen und das Pony-Rennen mitgemacht und dann halt mit dem Pferd abgeholt, die XP. Aber das Ding ist, du weißt ja auch nie, ob du alle XP bekommst, wie bei der Starshine Ranch. Mal findest du 3 Tiere, mal nur eins oder so. Ich habe gestern nur 2 gefunden, das war ein bisschen blöd. Mir geht's gut, Luna. Wie geht's dir? Ah, ist schon wieder Mittwoch. Oh, Ferien sind bald vorbei. Oh. Die Araber wurden die schon lange runtergesetzt? 459, wie viel habe ich dafür bezahlt? Und für die Araber Pintos 900, keine Ahnung was. Ach man. Ja, von dem alten, ich glaube, ich habe gar keinen Araber. Ich habe nur Araber Pintos. Ich habe das gleiche Pferd, ist aber noch Level 3, glaube ich. Ja, dann hopp. Vor 2 Tagen war es bei mir auch noch Level 1, also. Mir geht's super, das ist schön. Ich habe das Pferd seit Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres. Ja, ich, keine Ahnung, ich habe das halt in diesem einen Video gekauft, wo ich im Schwarz-Weiß-Modus unterwegs war. Und das ist 2 Monate her, also es ist lädt lange. Bei mir hat es voll schnell geladen, aber keine Ahnung. Können wir vielleicht mal ein YouTube-Video zusammen machen? Natürlich nur, wenn du es machst. Also ich mache eigentlich, ich bin nicht der Typ, der Videos mit irgendwelchen Leuten macht. Ich mache, das ist so ein Ding für mich. Das soll gar nicht böse oder so klingen, aber ich bin dafür zu schüchtern. Ja, stimmt, dieses Video, das war sehr lustig, freut mich. Das ist, glaube ich, auch ein neues Rennen reingekommen, oder? Die Karte läuft hier über vor irgendwelchen Quests, ich weiß gar nicht. Nee. Was? Jemand sucht dich. Hä? Wir müssen dann wahrscheinlich zu Alex, oder? Ich glaube, das ist die. Der Tag hat nicht genug Stunden. Ja, Sabine ist ja, glaube ich, reingekommen, oder? Also die neue. Ich finde, die sieht voll cool aus.
Kein Problem, ich finde dich gar nicht so schüchtern. Ja. Aber wenn ich halt mit Leuten rede, die ich nicht kenne, dann weiß ich halt nicht, was ich sagen soll. Dann bin ich halt meistens die halt still ist. Naja. Fabis Streams sind mehr als 100 Leute drin und hier nur 6. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Fabi hat feste Streamzeiten, aber 100 Leute wären mir schon zu viel. Ich würde ja bei 20 oder so oder 15 schon einen Überblick. Hallo Misu. Das Ganze ja übermalen, also so, ich will Quests lassen, ihr habt ja ganz viele Quests, ich daraufhin, ach, gar keine Lust zu questen, ist so. Genauso bin ich auch, ich mache, seit diese Quests halt rauskommen, mache ich sie halt dann doch nicht. Weil darauf habe ich dann halt doch keine Lust, obwohl man sich ja immer beschwert, dass man mehr Quests haben will. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, danke, wie geht's dir? Oha. Alter Araber. Ich glaube, ich würde dann jetzt auch gleich mal beginnen, die Quests anzufangen. Ups, sattler. Nein, Moment. Warum habe ich gerade meine Tastatur weggeschoben? Schon alle Jana abonniert. Der alte Araber gibt mir als vielen Jahren. Was soll er auch sonst geben? Oh. Es gibt ja so Modelle von den alten Modellen, lol. Die sind ganz okay, aber ich finde der alte Araber ist. Nee. Katze musste heute zum Tierarzt, sie hat irgendwas verstaucht. Oh. Hoffen wir mal, es ist da nicht zu schlimm. Hallo Hanna. Mein Stiefgeschwister sind 6 und 7, fast 8. Als ob ich nicht zu meinen Römer schauen, wie lange ich bleiben kann. Fast 8 Geschwister, oh Himmel. Ich bin mit 2 schon überfordert. Ach so, ich dachte kurz, du meinst, du hast 6 und 7, 6, 7 Geschwister so. Ja, gut. Ich glaube, wir fangen da mal an. Help. Wisst ihr noch, letzten Stream dachte ich noch, das Fliegenschimmel wird auch ein Araber, aber OMG. Ich bin fast davor, mir noch ein englisches Vollbild zu kaufen. Habe ich nicht irgendwann gesagt, dass ich die eigentlich nicht so. Naja. Was sind das für Augen? Ah, voll schön.
bin bei den Quests raus, will mich nicht spoilern lassen. Okay. Ja, das ist voll süß, oder? Ja, nice. Den hier. Ja, es ist halt so, ist halt rötlich. Ich glaube, mir gefällt der Apfelschimmel hier sogar besser als dieser Araber. Cooler Blick. Er hat grüne Augen. Voll schön. Jetzt kann ich hier. Das ist schon schön gearbeitet, oder? Ich mag die neuen Pferde total, kaufen die mir und dann auch dann heute Abend. Echt beide. Ja, ich bin kurz davor, mir den hier zu kaufen. Der Araber ist ja mal so schön, der zieht ein. Alles klar. Ja, keine Ahnung, vielleicht auf meinem zweiten Account wäre das was. Weil da kann man ja dann Pferde kaufen, die man so nicht kauft, aber ich hätte eigentlich vor, mir den hier auch auf meinem Zweit-Account zu kaufen, aber vielleicht auch hier. Oh mein Gott, ist das schön. Jetzt überlege ich mir doch, Starcoins zu holen. Überleg sie gut und bitte nur am Doppel-Starcoins-Wochenende. Bei mir ziehe ich auch auf mehreren Accounts ein echtes. Ja, ich teile es halt immer auf, also ich hole mir nicht die gleichen Pferde auf beiden Accounts, weil, na, keine Ahnung. Ja, wie viele Araber habe ich? Ich habe, glaube ich, drei. Ich habe den Schimmel, ich habe diesen braunen und den Apfelschimmel. Natürlich. Aber das ist halt jetzt nochmal so eine andere Farbe, ne? Das gibt es nicht so oft im Spiel, deswegen special und so mäßig. Hängt schon euch fest. Also die grünen Augen sind schon cool, oder? Ich liebe Araber, ich habe schon selbst alle der Araber, die zieht morgen. Alle der Araber zieht morgen ein. Alles klar, ich glaube. Wovon. Ich glaube, ich habe von den Andalusier-Modellen zumindest, glaube ich, am meisten Farben. Weil ich die so gefeiert habe, irgendwie. Na egal. Ja, der Araber ist voll süß und die grünen Augen sind. Oh, Leute. Es ist schwierig. Ja, ich schaue ihn mir genauer an. Warte mal. Ach, warum klappt das jetzt nicht mehr? Ich glaube, wegen diesem neuen Pferdekauffenster. Wenn man da reingeht, werden normalerweise alle ausgeblendet. Nice. So. Da, Luna, kannst du hingucken. Ihr feiert alle den Araber, merke ich. Hallo, Jasmin. Ich muss weiter essen. Die sind beide so schön, ne? Ja, der ist schon süß. Ey, jetzt will ich ihn mir auch kaufen. Aber ich überlege es mir gut, weil. Ja.
Ich wollte eigentlich alle Pferde ausgelevelt haben, aber man hat halt nicht so viel Zeit, weil die gehen ja dann auch wieder. Aber was passt denn so für Outfit, also mäßig so Farben? Was passt denn auf den? Gelb und grün logischerweise. Und rot. Ja, auf den passt auch alles, oder? Ciao, ja, ich gehe jetzt wieder auf. Alles klar, Hanna, danke, dass du dabei warst. Schau mal das Gesicht an. Oh mein Gott, schaut euch, gebt euch das mal. Wie lange ist das Update noch da? Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel Woche es das ist. Ist es die dritte oder so? Ist es die letzte? Ich guck mal kurz. Hä, ich hatte es doch geöffnet. Die Augen sind voll schön. Oh, Starship hat das Profilbild auf Insta geändert zu so einem Rot, Schwarz, Gold Ton. Ich sehe den Chat gerade nicht, weil ja, ich lese gerade. Also das nächste Woche ist dann die letzte Woche dieses von diesem Event. Bis dahin bleiben auch die Pferde, also noch 2 Wochen dann, oder? Ich glaube da noch 2 Wochen. Bis zum 4.5. Ja. Genau. Ja, dann bleiben sie noch 2 Wochen. Ich wollte den Schimmel jetzt, wo wir von dem Ara erzählen, falls sie doch schon. Ja, ist so. Also. Jetzt will ich sogar irgendwie den hier mehr als den hier. Aber die sind beide schön. Ihr drängt mich noch zum Kauf, ich sag's euch. Ich werde mir die beide kaufen, vielleicht. Scheiße. Gut, dann schauen wir jetzt mal den hier an. Stabil. Guck doch mal, der ist doch auch schön. Warum sieht das echt creepy aus? Was ist mit dem Auge los? Schön, oder? So, ich muss aufhören, wir gehen jetzt spazieren. Abonniert da Jan und Miso. Jupp, macht es und danke, dass du da warst, Luna. Viel Spaß beim Spazierengehen. Warum schwebe ich bei dir? Ja, keine Ahnung, das ist irgendwie immer so, wenn ich im Fotomodus bin und dann wieder rausgehe, dann schweben bei mir ein paar Leute immer. Ich glaube, ich werde jetzt mal anfangen, die Quest zu machen. Also alle, die nicht gespoilert werden wollen. Ja. Ich entscheide, glaube ich, später, ob ich mir eins davon kaufe, ob ich beide kaufe. Und so. Rot-Grün, stimmt, so eine Kombi wäre auch cool. Oder Gelb-Grün oder Gelb-Rot. Oh mein Gott. Guck, die schwebt auch. Und zwar ohne Pferd. Und die da auch. Komm, hat sie was zum Draufstehen? Scheiße, jetzt ist sie weg. Okay, wo ist Alex? Also, wo ist Alex? Ist sie so blöd dafür?
Nicht Alex. Wir sind schon zu ihr. Wärmegestein. Ich habe zu lange nicht mehr gequestet. Ich bin selbst so blöd, die Quest zu finden. Ey, ehrlich jetzt. Na egal. Gut. Ich dachte, ach nee, doch da. Ja, danke. Also dann. Alex, nein, wir haben Arbeit vor uns. Wir müssen einen Infostand aufbauen. Was sollten wir nur als Stand oder als Tisch nehmen? Das hätte schon vor einer Ewigkeit fertig sein sollen. Ja, Mann, ehrlich gesagt. Ich lese mir die Sachen ja eigentlich nie durch, deswegen weiß ich auch jetzt nicht, was ich antworten soll. Nee, ich mache ja gerade die Quest. Ich wollte die Gruppe nicht verlassen, aber... Verstand vorzubereiten. Okay. Ach nö. Gerade verlassen, halt mir Platz frei, okay. Ja, ich bin gerade, glaube ich, eh nicht mehr in der Gruppe wegen dem Rennen da. Muss es offenbar schön. Tschüss. Danke, dass du da warst, Leonie. Bis dann. Schönen Tag noch. Wahnsinn. Irgendwann steigt die dann automatisch ab. Ich mach die Musik mal ein bisschen lauter kurz. Läuft die gar nicht? Doch, die läuft noch. So. Ich glaube, es ist laut. Hä? Wow. Auch noch ein wenig aktuellen Technik-Krempel. Der Laptop wäre perfekt, Linda.
Was haben eigentlich die Droiden mit Technologie zu tun? Nein. Ich kann auch gar nichts mit Söhle. Muss ich dafür jetzt eigentlich wieder reingehen oder was muss ich machen? Ich glaube, ich musste dafür reingehen, egal. Nee, das ist draußen. Oh mein Gott. Hier leckt's mega. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, ich kriege gleich ein Netz, weil es extrem leckt hier. Hier lädt gar nichts. Ja. Auch verschwunden hier. Hallo Polly Pocket. Ach, stimmt. Wie viel XP gibt es? Wow. Ey, warum machen... Hä? Ich bin überfordert, ganz leicht. Was muss ich jetzt machen? Kann es sein, dass man dafür die Gruppe verlassen muss oder so? Ich verlasse mal kurz, weil ich zu blöd bin und ich weiß, nein, das ist es nicht. Ganz kurz. Gelände oder Elite-Geländerennen teil. Ist es dann gleich wieder unten?
Warum ist es bei diesem Festival so, dass du nie weißt, was du machen musst? Das ist schon das hier. Ja, das ist es. Hä? Oh, Hilfe. Ich habe diese Esel einfach immer noch nicht eingesammelt, genauso wie die Tokens oder Catherines Erinnerungen. Was gibt's noch? Diese Eule habe ich immer noch nicht von diesem Trash-Sammel-Ding da. Hallo Jule. Willkommen im Stream. Wie geht es dir? Warte, ich nehme gleich an, wenn ich hier fertig bin. In der Hoffnung. Ich bin fa oh, ich bin falsch rum reingeritten. Ist mir gestern, beziehungsweise heute Morgen so oft passiert. Nein. Oh, es hat voll geleckt. Ich habe ja gelevelt die ganze Zeit. Ich wollte alle Rennen machen und es dauert so ein bisschen mehr als 2,5 Stunden insgesamt. Bei uns schaltet sich das WLAN automatisch um 0 Uhr aus, normalerweise. Diesmal irgendwie nicht. Ich bin dann irgendwann um kurz vor 12:30 fertig geworden. Und halt genau in dem Moment, wo ich mich halt beeilen musste, um nicht so viel Zeit zu verplempern, habe ich dann 10.000 Mal gefehlt, bin falsch rum irgendwie in diese Fahne reingeritten, weil ich sie verpasst habe. Einmal, ja. Und dann bei diesem New Hill Crest Rennen, da hast du ja, keine Ahnung, wie viele, hast du da 8 oder 9 Sekunden, Hilfe, bis du da zur nächsten Fahne kommst. Und wenn du da einmal die verpassen tust, musst du eigentlich wieder von vorne anfangen. Das ist mir ein paar Mal passiert, das war ein bisschen nervig. Hallo Cora, ich habe schon alle Tokens, diese Erinnerungen, Esel und so gesammelt, fleißig. Ja, ich nicht. Ich habe immer mal wieder geschaut. Und die Spinnen, stimmt, die Spinnen habe ich auch noch nicht. Ich hatte mir einmal. Da war ich so voll fleißig am Sammeln, habe dann, glaube ich, 60 Stück gesammelt. Ja. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Aber dann auch wieder aufgegeben. Süß. Was ist deine Lieblingsrassen? Also, also, eigentlich waren es bisher immer die Andalusier. Irgendwie jetzt aber nicht mehr so. Ach komm schon. Oh nein. Oh Leute. Nein. Also die Trakehner. Das Yorkshire Wildpferd. Die EVBs finde ich auch süß. Die Isländer. Also, ich würde sagen, Trakehner, Yorkshires Wildpferd. Und Isländer. Das sind so die Rassen, die ich am meisten feiere. Ja, nee, ich musste ein paar Mal von vorne anfangen, deswegen war nicht so. So, was müssen wir machen? Wir müssen Plakate aufhängen, oder? Ich bin nicht vorbeigeritten. Ich dachte, der ist Jufka. Welcher Server? Server 10, Foggy Spring. Ey, nee, wo ist denn das? Ach, musste ich gar nicht auf. Ich mal, hä? Ich sollte vielleicht mal die Sachen lesen, damit ich auch weiß, was ich machen muss, eventuell. Aber. Ich muss nur nach Orten suchen, wie es aussieht.
war knapp, ja. Spinnen habe ich auch schon, also alle, außer Sterne, stimmt. Sterne gibt es ja auch noch. Es gibt so viele Sammelquests und ich habe keine davon irgendwie beendet oder so. Ja. Muss ich da drunter? Hätte ich. Nee, da unten ist das. Hallo, AB. Hier, die mag ich auch, aber meine eigentlich Lieblingsrasse ist der Isländer. Ja, die sind halt echt süß, deswegen habe ich auch drei. Sind schon hübsch. An der Richtung siehst du schon kommen, meine Sackhundsleine heute noch. Meine auch. Vorhin haben wir nämlich uns die neuen Pferde angeschaut. Und eigentlich war ich mir sicher, dass ich mir das EVB, ich muss woanders hin, EVB kaufen möchte. Und den Araber nicht so feier. Dann fanden aber alle den Araber so süß. Und dann dachte ich mir, okay, sieht doch ganz gar nicht so schlecht aus. Und man kann voll viele Farben, Outfits und so kombinieren. Jetzt bin ich doch an dem Punkt angelangt, wo ich mir beide kaufen möchte. Also, ja. Hab gerade live von Sepp gekickt, 3 Stunden. Oha. Ja, stimmt, der hat ja diesen Wartestream gemacht. Habe ich mal reingeschaut, immer mal wieder, zu wissen, ob das Update schon draußen ist oder nicht. Es geht los, Leute. Sabine. Absolut neuer Favorite NPC in SSO. Ich finde, die ist so cool gemacht. Teilnehmer von Fuß, aber ja. Cool, ob wie gesagt. Plakate sehen überhaupt nicht gut aus. Mal alles. Ich heiße Touch Augusta. Eigentlich, also in echt. Okay. Ich weiß nicht genau, wie ich den Namen aussprechen soll. Einfach wie man ihn schreibt, oder? Das habe ich auch Bock, mir beide zu kaufen. Ja. Also. War gerade bei Sam. Ja. Man sieht die nicht von hier, oder? Leute, jetzt wird's spannend. Jetzt geht das Ganze los. Der Ernst des Lebens beginnt. Wie komme ich jetzt wieder runter? Ja, okay. Also dann. Okay. Ich esse mal währenddessen weiter. Jetzt wird's hier spannend. Ich glaube, ich hätte den Timer stellen müssen. Für meinen Bruder, meinen kleinen Bruder, weil der irgendwie Minecraft spielt. Der ist wahrscheinlich schlau genug, um selbst auf die Uhr zu schauen. Ja. Hättest du einen Geist gesehen? Ja, habe ich irgendwie auch. Ja, ich war beim Rennen. Was ist das denn? Eine wilde Sabine ist erschienen. Ist da nicht mehr, so wie es geschrieben wird. Alles klar. Ich gehe heute in The Batman. Ja, ich habe den nicht angeschaut. Ich kenne die anderen Teile alle, aber. Da bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Mein Vater hat jetzt Spider-Man No Way Home gekauft. Da waren wir im Kino, es war so geil. Werde ich wahrscheinlich heute nochmal anschauen. Ich mache jetzt erst die ganzen täglichen Sachen, bevor ich die Quest mache, aber sonst vergesse ich es vielleicht. Ja, dann, ja. Bis auf. Alles klar, Jule, bis dann. Danke, dass du da warst. Schönen Tag noch. Jetzt müssen wir zum. Dass du da fahren. Richtig übel. Ich finde, Sabine ist jetzt wieder. Oh, das ist unsere Klingel. Sabine ist jetzt auch so ein Charakter wie in jeder Serie, wo man den Bösewicht nicht hassen kann, weil er zu gut aussieht. Ey, vor ihrem Dings. Wie nennt man das? Upgrade? War es genauso schlimm wie mit Idris. Aber jetzt? Jage den Ballons nach. Was, wenn nicht? Ja, ist okay.
Nein, warum bin ich jetzt abgestiegen? Danke, gerne. Nein, ich bin zu blöd dafür. Warte. Nein! Ach so. Ach so. Lol. Wie soll ich denn da hinkommen? Könnt ihr mir das mal erzählen? Hä? Links hinter mir. Ich sehe eventuell nichts mehr. Okay. Ich lese gleich wieder in den Chat, aber. Waren das jetzt alle? Ja, ich glaube, das kann man so zurückbringen. Gehen wir hier lang. Ich, die eigentlich eine Bewerbungssimulation hat online, aber gerade Pause hat, ist so boring. Oh no. Freundliches Hallöchen alle. Hallo. Go shy. Willkommen im Stream. Dreht sich im Kreis um. Fühlt sich etwas im Schilde. Vielleicht sucht sie nach Rekruten für die dunkle Seite. Wer weiß? Ich brauche mehr Spannung. Ihr Menschen, bitte, kann wieder was passieren. Ja, der hat die beste Chance, nah genug heranzukommen, um Sabine zu beobachten. Such dir vielleicht ein paar Sachen, um dich zu verkleiden. Halte dann diskret Abstand. Ich habe eine Maske an. Was willst du mehr als Verkleidung? Ah. Was soll ich mit einer Zeitung? Kommen jetzt auch in den Server. Alles klar. Dann bis gleich. Schnuffer. Ach, soll ich mich wie in diesem Film so hinsetzen, wo ich zwei Löcher in die Zeitung schneide oder auch nicht? Und dann das so durchschaue. Kann ich da durchschauen? Ah, da ist er. Es war wirklich so gemein, dass man zwei Löcher in die Zeitung schneidet. Sieht mich. Ach so, ich wollte gerade sagen, sie sieht mich ja, passiert ja doch nichts, aber anscheinend ja doch. Die erste, die ich hatte, ging ja noch, aber die zweite, nee, Alter, ciao. Oh no, es tut mir leid. So langweilig ist. Bin jetzt da, alles klar, wo, wie heißt so ein SSO? Schön, werde mit irgendwas noch warten, bis die meisten sie gemacht haben. Ja, jetzt ist gerade noch so viel los und wenn dann alle sie gemacht haben, dann ist schon mehr Ruhe. Ist eigentlich noch Spaß, oder? Halt durch das Questen 102 Marken haben wir den Rahmen geholt. Nice. Ich wollte mir eigentlich die Kleidung damit kaufen. Ja. Ah, warte, Seenraben? Alea Lowland, okay. Warte, diesen einen Raben da, der da gerade war, den will ich auch haben. Ich dachte, da sind nur diese. Ach, Scheiße. Nee, oder? Die Fortsetzung der Festival Story kommt im nächsten. Kommt im Update oder nächsten.
kommt im Update der nächsten Woche. Bis dahin kannst du mit den täglichen Quests weitermachen, an besseren Ergebnissen in Wettbewerben arbeiten oder einfach eine tolle Zeit mit deinen Freunden auf Yacht verbringen. Ich habe keine Freunde. Viel Spaß beim Reitsportfestival. Ich dachte, es wird irgendwie spannend oder so. Jetzt ist schon vorbei. Ah, hi. Ach, du hast den braunen Rahmen dir geholt. Der war ja vor Halloween. Nice. Also den blauen, den ich vorhin gesehen habe, der hat mir gefallen. Ich weiß gar nicht, ob der dazugehört. Kannst gerne in die Gruppe kommen. Ich habe dir eine Einladung geschickt. Ich weiß gar nicht, wo die beiden sind, ob die schon fertig sind oder so. Deine Streams sind immer mega schön. Echt? Freut mich zu hören. Ich glaube halt immer irgendeinen Scheiß, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Du Level schon, alles klar. Was wollte ich jetzt machen? Ich freue mich ja auch so drauf, wenn die Pferde rauskommen, ne? Ich glaube, ich verschwinde mal nach Moorland, um mir nochmal diese Tiere da anzuschauen. Genau. Ja, der kostet Starcoins. Oh, okay. Ja, ich gehe mal kurz nach Moorland zu diesem Festival. Und dann könnte man da ja auch Rennen machen, ein paar. Ich weiß gar nicht, wie viele Marken ich jetzt habe, aber ich glaube, man braucht über 300 oder so, um zum Beispiel alles zu haben. Wollte ich aber gar nicht, wollte so ein paar Sachen haben. Wir haben schon 11.40 Uhr. Ach, jetzt sind hier Tiere da. Wow. Ich habe halt hier auch noch nicht alle Quests gemacht. Was ist denn das noch? Ach, stimmt. Hier gibt es Tiere, aber das sind noch... Ah ne, da ist der Rabe. Da, der kostet Mark. Es gibt einen Ballon. Nice. Oh nö. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, man kann den mit Marken. Ach, du hattest ja gesagt, dass das Sargons kostet, aber... Einerseits möchte ich ihn, andererseits habe ich auch schon einen, für den ich, wie viel habe ich dafür ausgegeben? Ich glaube 400 oder so. Naja, muss nicht sein. Ja, der ist voll süß, ne? Aber ich habe ja diesen schwarzen da. Naja. Was magst du an dem Event am meisten? Die Pferde? Nee, ich glaube, keine Ahnung, dass da diese Quest, also was da reingekommen ist, ich weiß gar nicht. Du kannst halt viele Dinge machen, ich mag das Gesamte, weil du hast mehrere kleine Quests, du kannst hier wieder was verdienen, es gibt Haustiere, es gibt Pferde, wie immer. Es ist ja in Kombination mit dem Tag der offenen Tür, also ja, aufgestellt da. Du kriegst mehr XP. Also ist das alles eigentlich so kombiniert.
Ich weiß gar nicht, ich habe 135 Marken. Gut, also hier gab es Kleidung, die interessierte mich aber nicht. Hier gab es sowas, was du eintauschen kannst. Sah nice aus, andere Seite. So. Der Sattel sieht auch cool aus. So, jetzt habe ich nur noch 115 Marken. Fährt eigentlich wieder happy? Nee, ist nicht. Oh, so schade, dass man es nur Star Coins kaufen kann. Dabei sehen die Sachen so schön aus. Ist das eine hier eigentlich so dieser Tresorsattel? Man kann ich gar nicht tragen, oder wie? Hä? Na ja, moin. Sieht schon cool aus, aber ich weiß, dass ich solche Teile niemals so tragen werde, weil ich habe schon zwei davon vom Event von vorletztem Jahr. Ja, ziehe ich auch nie wieder an. Nice. Nee, ich mag den braunen Raben nicht, der gefällt mir nicht so. Ich mag den Braunton nicht so. Finde ich auch das hier voll schön. Lusitano. Ach, es ist schwer. Gab's die Gamaschen nicht schon mal? Moment. Schade, dass sie weniger Werte haben. Lol, was soll ich damit? Ich finde es doof, dass sind die Dresse nur für bestimmte Pferde sind. Ja, schon. Ich dachte, es ist halt wieder sowas, dass sie halt nur bei, keine Ahnung, bei Generation 2 Pferden oder so nicht gehen. Ich dachte aber, dass die schon beim Trakehner gehen oder so, weil der ist ja Generation 3. Okay. Was gibt's denn da oben? Habe ich mir schon mal angeschaut, kann ich mir aber alles nicht merken. Ich habe den ja schon auf anderen Pferden gesehen. Das hier. Ja, kann ich das. Oh, kann ich das auch nicht tragen, oder wie? Warum kann man. Hä? Warte, mit welchem Pferd war ich denn letztes Mal hier? Ich war mit dem Andalusier hier. Bei dem konnte ich es drauf machen. Ach, wollt ihr mich verarschen? Warum geht denn das nicht? Das ist voll blöd. Ist ja mega beschissen. Aber die Deko geht, ja. Eine Freundesanfrage habe ich angenommen. Beim Andalusier gehen die auch nicht. Doch, ich war beim Andalusier hier und da konnte ich, da hat man den Sattel gesehen. Also das ging eigentlich schon. Ist das ein Scheißdreck? Nur vom Lusitano, dann ja, auch Lusitano halt. Urpferd. EVW, Araber, Schatten. Also Araber. Warum? Das ist bescheuert.
Und sehr schade, aber hey, warum nicht um Andalusia? Moment. Hey, bin ich blöd? Ich vom Andalusia hier und der konnte das tragen. Vielleicht habe ich auch irgendwas vertauscht. Keine Ahnung, vielleicht gehen sie dann doch nicht. Naja. Und siehst du, welche, was sie tragen können? Genau. Stimmt, Champi ist 11:48 Uhr. Goldblatt-Championat. Meine Pferde sind nicht komplett gut gelaunt. Fühlt sich normal. Mal wir schon kurz hier alles hier an. Sieht schon cool aus. Es ist voll schade, dass der nur bei bestimmten Rassen geht. Oh. Ich kaufe mir diese Decke, glaube ich, trotzdem. Weil ich hier Appaloosa, aber Andalusia nicht, oder was? Hä? Egal. Championat. Ja. Man kriegt ja da auch XP, oder? Und man kann ja die Marken einsammeln. Komm, wir gehen kurz zum Championat. Das dauert eh noch kurz, aber. Ach, Moment, Moment, Moment. Ist ja absolut praktisch hier. Da. Ja, ist voll komisch. Ja, das ist halt auch blöd. Und unlogisch. Sorry, muss gleich auf. Alles klar. Hier steht schon eine Person mit dem Araber. Ich glaube, so rot, grün, blau, gelb, was auch immer, wird mega gut drauf passen. Hallo. Ich werde richtig abkacken, aber egal. Lass hier mal an, dass man wenigstens noch was dafür bekommt. Ja. Komm, wir stellen uns wie jedes dumme Kind hier an den Zaun. Weil ich können. Kann ich nach. Ach so, du kannst gar nicht hier hin. Stimmt. Das ist um. Ja, es dauert noch 9 Minuten, bis es losgeht, mehr oder weniger. Dann komme ich wieder zurück. Back. Das erinnert mich an Sims 4, keine Ahnung warum. Hallo Manu und. Lol. Inwiefern hat das Ähnlichkeit mit Sims 4? Ich mag Bäume und Wasser und Erde und Stein, aber keine Züge. Das ist schön. Warum habe ich groß geschrieben? Ey, ich habe noch Kuchen hier. Stimmt, den habe ich ja vorhin mit hochgenommen. Das ist so eine Art Bienenstich, aber so richtig mini, in Mini-Format. Schade. Am Freitag kommen meine Friends von der Schule, weil wir hatten so Lust, so zusammen irgendwas so richtig viel zu backen oder zu kochen. Da machen wir da so Mittagessen und machen, glaube ich,
So ein Oreo-Cheesecake oder Macarons und Frühlingsrollen. Und ich wollte noch so einen Blechkuchen machen. Könnte ich auch heute machen. Ich bin voll motiviert, in letzter Zeit zu backen. Kurz Outfit wechseln, bin ja vor der Kamera. Ja. Sehe gut aus dabei. Es hat gar keinen Sinn gemacht, was ich gesagt habe. Hallo Theresa. Eigentlich will ich als Arzt arbeiten, aber bei meiner Tollpatschigkeit wird das wohl nichts. Es kann bestimmt alles trainieren, keine Ahnung. Ich stelle mir was hin, was groß ist und wo man eigentlich nicht gegenlaufen kann, bin die Erste, die das umstößt. Kenne ich. Also irgendwas. Ich überlege gerade, wo bin ich mal dagegen geknallt? So richtig dumm. Ja, keine Ahnung, stell so ein Weinglas so an die Kante vom Tisch. Ich habe das Bedürfnis, es entweder davon wegzustellen von der Kante oder einfach zu schucken, dass es halt nach unten kippt. Tja, ich gegen das Glas hier. Stimmt, das war's. Man weiß, als ich 8 war, waren wir noch in einem anderen Haus und da hatten wir so eine Glastür. Die war halt nicht mal so durchsichtig. Nee, doch, doch, die war durchsichtig. Durchsichtig, also richtig durchsichtig. Du hast es eigentlich nicht wirklich gesehen. Und ich bin halt losgerannt. Ich war irgendwie, ich bin auf dem Sofa rumgeklettert. Bin dann losgerannt und voll gegen die Tür geknallt, weil ich nicht gesehen habe, dass sie zu war. Es hat wehgetan. Wurde eine Beule gegeben. Oh, lecker. Bin nicht so gut im Backen. Ja, ich. Kommt alles mit der Übung. Und eigentlich backe ich nicht so. Aber jetzt habe ich so, wie viel? Ich glaube, 5 Osterlämmer insgesamt gemacht, die Ferien. Und jetzt, ja, bin ich so motiviert gerade. Ich immer am Wasser, will mein Handy einfach reinwerfen. Naja, es gibt so manche Dinge, da ist das Bedürfnis, sie zu zerstören. Auch wenn du weißt, dass es dumm ist. Ich finde es nicht so cool, dass die Luftballons so teuer sind. Ja, das ist halt schon Wucher. Aber man kennt's. Die Haustiere kosten so viel wie ein Pony oder mehr. Also normal. Ist mir auch mal passiert. Oh je. Aber man kann sich anmelden, oder? Ja, kann man. Trostpreis. Schön. Selbst mein Rabe guckt mich an. Oh, ich muss nochmal hingehen. Nein. Weiß eigentlich irgendwer, was sie da sagt? Ich habe mir das, glaube ich, noch nie beim ganzen Leben durchgelesen. I'm coming. Oh, das blinkt immer noch, weil ich vorhin die Nachricht nicht angeklickt habe und nicht mehr drauf geklickt habe. Nervig. Bin gespannt, wie weit ich komme mit einem Level 14er Trakehner. Hat das eigentlich alles gute Werte, was ich anhab? Ja, hat es. Und nicht gut gelaunt. Hast du einen Namen für meinen Raben? Brownie. Keine Ahnung. Nenn ihn Ralf. Stimmt, Lero oder Nero.
Oder was gibt's denn noch? Oh, ich bin mies im Namen. Es fällt mir nichts ein. Negro, Allegro, Pallas, so heißt der im Spiel. Hatte die Augen zu. Lol. Die sind schon sehr detailliert gemacht, ne? Ich warte ja immer noch auf so Handponys. Oder das wollte mal so wirklich, wenn du. Es gibt ja diese Terrier, wir brauchen unbedingt mehr Hunderassen, dass du so wirklich spazieren gehen kannst, so mit Leine und so. Das wäre doch lustig. Es interessiert mich, was sie für eine Hose anhat. Silberfarbene Sunset Trails Hose. Habe ich die nicht auch? Ja, die habe ich auch. Mir kommt der Name zumindest bekannt vor. Musik ist aus. So, ich bin relativ gut in Jumps. Ja, das war ich mal. Aber nur weil ich dann irgendwie jedes Championat am Tag gemacht habe und jetzt. Ja. Ich habe einmal in Silber gewonnen, aber das war starkes Stück. Ja, wie gesagt, ich habe, glaube ich, von. Oder? Ich glaube, es gibt ein paar Champions, da war ich noch nie Erste oder so, oder halt immer Dritte. Aber sonst wurde ich da zumindest immer platziert. Hier, Leute, meine Stimme. Ich bin gar nicht gut in Champs, ja. Oh, oha, Gruppe 2 und wir sind in der gleichen Gruppe. Entspannt. Oder auch nicht, wir sind eher Level 20. Wenn ich unter den Top 3 bin, was nicht passieren wird, darfst du jeden Namen für meinen Rahmen wählen. Okay. Muss kurz mich anziehen, bin noch im Schlafanzug, okay? Also dann viel Glück. Schreib's einfach nochmal. Warum stehe ich so beschissen? Mal, die ziehen uns, scheiße, direkt alle wieder ab. Vor allem, ich kann die Abkürzung nicht und ich weiß nicht, ob man durch diese Äste da durchreiten kann oder nicht. Guck mal, wie ich schon verhacken tue. Oh mein Gott, es hängt. Siebte. Will jemand raten oder darauf wetten, welcher Platz ich werde? Also ich glaube, ich komme mindestens unter die Top 10. vielleicht, ja, ich kann es nicht einschätzen, weiß ich nicht. Sechste oder fünfte, sage ich.
Was habt ihr so zu Ostern bekommen? Also, ich hatte mir was gewünscht, was ich brauche. Ich habe Haarklammern bekommen, weil meine gehen immer kaputt, weil ich mache halt so einen Zopf und dann tue ich den immer mit einer Klammer hochstecken. Das ist halt so, naja, höher ist, weil meine Haare sind so schwer, dass die nicht so oben bleiben würden. Die würden im Laufe des Tages wieder runterrutschen, wenn ich mir so einen hohen Zopf machen würde. Deswegen habe ich Haarklammern bekommen, weil meine immer kaputt gehen alle. Die brechen ab. Und dann habe ich mir noch so eine Lilifee-Backmischung gewünscht, weil, also von Dr. Oetker, die gibt es nicht mehr im Laden. Ich hatte die früher immer bei meinem Kindergeburtstag gemacht. Das ist halt so eine Kindheitserinnerung, wollte ich die wieder haben. Scheiße, ich bin 8. Deswegen habe ich jetzt eine. Werde ich in den Ferien, glaube ich, auch mal machen. Ey, ich habe doch gesagt, ich werde 6. oder 5., aber jetzt kommen die alle mit ihren Araber-Pintos. Nicht so, dass ich die ja nicht auch reiten werde, aber. Entspannt doch mal, das ist nur ein Spiel. Das wird nichts mit dem 6. oder 5. Platz, sage ich euch. Oh, Scheiße. Guckt, ich kann die ganzen Abkürzungen nicht. Und sie ist Sechste geworden, oder? Ja, darfst du ihren eigenen Namen aussuchen. So, Alea, wir kommen dann wieder zurück. Wo gehen wir hin? Nach Moorland. Gehen nach Moorland und fangen dann da an zu leveln, würde ich sagen. Ja, ich habe viele Abkürzungen verkackt, weil ich die alle nicht kenne, so deswegen. Genannt. Chip Chip, Foxy. Gut. Dann gehen wir mal nach Moorland zu Tan. Oder Tan oder whatever. Ich habe einen Pferdepulli bekommen, wo mein Pferd drauf ist. Oha, cool. Welche Farbe hat er dann? Also ist dann so ein Bild vorne drauf, oder? Ich habe Klamotten bekommen, eine Tasche und übertrieben viele Süßigkeiten. Ja gut, Süßigkeiten habe ich auch bekommen, also. Ich habe insgesamt drei Schokohasen, so einen von Milka, dann einen von. Was war denn das? Deshalb aufgegessen. Lind oder so. Und dann noch so Kinderschokolade, ist eh das Beste. Das Ding ist, mein Bruder, der mag keine Kinderschokolade, deswegen hat er seinen Hasen in den Kühlschrank gelegt. Jetzt werde ich den auch essen. Nein. Ach, warte, ich bin jetzt hochgeritten. Sorry. Ich wollte dazu tanzen. Hier lädt auch nichts, ne? Hälfte mal im Boden steckt. Naja. Nein, falsche Taste. Ja, also der ist einfach schwarz. Vorne ist dann halt das Bild drauf. Okay, cool. Hallo, Claruna. Ja, wir warten. Ich werde auch. Ja, Mila, dass sie wieder kommt. Hast du Twilight geguckt? Ja, habe ich und ich bereue es. Ich habe es, glaube ich, vor 2, 3 Jahren habe ich angeschaut. Ja. Und es gibt keine toxischere Beziehung als die von Edward und Bella. Obwohl doch bei Vampire Diaries auch, aber ja.
Nein. So. Charlie und S müssen sweet zusammen. Nee, Charlie, warum habe ich Charlie gelesen? Carlyle. Warum? Ich bin mit dem Fuß über dem Mülleimer hängen geblieben. Carlyle ist sowieso so ein Charakter, den mag ich voll. Und bei ihm sieht die Schminke halt gut aus. Bei den anderen merkt man halt, dass die, wir können anfangen, im Laufe der Filme über die Jahre halt wirklich. Nein, jetzt habe ich die Quest angenommen. Hä? So. Bin ich. Hä? Ich muss ganz kurz überlegen. Ich hatte die. Ach so. Nein. Ich hab die Rennen. Oh nein. Ich hatte ja gelevelt von gestern auf heute, also halt im Prinzip in den Morgen rein. Und deswegen habe ich die Rennen jetzt nicht mehr. Naja. Ja, deswegen sind die Rennen bei mir weg. Also entweder ich mache einfach die Highscore-Rennen dann. Wenn ihr die Rennen machen wollt und wenn nicht, dann können wir weitergehen zu Steve, würde ich dann gehen. Schreibt einfach mal rein, ob es okay ist. Irgendwie traurig, dass Nebencharaktere beliebt sind als Edward und Bella. Ist immer so. Es ist immer so, dass Nebencharaktere, es gibt da manchmal so mehrere Paare irgendwie halt. Und dann sind die meisten, ist bei den meisten halt so, dass andere Paare dann interessanter sind als das eigentliche Hauptpaar. Ja. Aber wie gesagt, über die Jahre halt merkt man, dass sie älter geworden sind und dann sieht diese weiße, extrem weiß gebleichte, die weiß gebleichten Gesichter halt komisch aus. Und bei Carla sieht es halt immer noch gut aus, dass es so weiß geschminkt wurde. Ja. Das jetzt machen. Ey, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch diese Dingsbums hier machen, wenn ich die schon angenommen habe. Ich vergesse immer den Trailer zu machen und wenn ich ihn manchmal mache, vergesse ich immer das Schild anzuklicken. Oh no. Ja, den Trailer, ich habe das. Ne, ich habe den noch gar nicht gemacht, deswegen habe ich die Quest auch immer noch. Wie viele Pferde hast du halt? So. So. Um die 60, also plus, minus ein paar halt. Habe ich das letzte Mal gezählt. Vielleicht sind es so 65 oder so. Okay, zu Steve. Okay. Du kannst gerne schon vor, weil ich werde mich dann abholen lassen. Und ich mache gerade noch die Quest hier, weil ich die gerade angenommen habe aus Versehen. Nur mein Handy hat nur noch 2%. Die Ventren gerade nicht machen, weil ich die XP von den richtigen Rennen brauche. Werdet ihr alles noch sehen in dem Video, was dann vielleicht morgen oder übermorgen kommt. Ich habe 3 plus an Vieh. Okay. Shit, war jemand auf Karl? Nö. Nee. Gar nicht. Absolut nicht. Aber ich sag, er war einer meiner. Der ist oder war, was auch immer, einer der Charaktere, die ich. Bei dieser Filmreihe sehr mochte. Gut, ich lasse mich abholen zu Steve. Und mein Steve, okay. Ey, diese Klingel. Oh. Die ist voll laut. Gut Geschmack hast du, ja, absolut. Ah, ihr seid ja beide schon da, wunderbar. Ach, sie ist schon.
Jetzt habe ich halt voll Lust, Twilight wieder anzuschauen, nur wegen ihm, ja? Danke dafür. Ja, aber ich fand nur den ersten Teil. Ich finde das mega awkward einfach, wie sie ihn so. Also, ich meine, Bella, die kommt halt im ersten Film halt in die Klasse und dann ist Edward halt so. Und er sieht aus, als wäre ihm schlecht, wie er so die Hand vorm Mund nimmt, obwohl sie eigentlich an was anderem liegt. Und dann sie. Sie redet immer so und ich denke mir, atmet die auch mal irgendwann, weil die stoppt immer so während dem Reden, auch im Original. Das klingt irgendwie komisch und die redet irgendwie komisch. Naja, egal. Ab der Film ist allgemein ja so düster eher und die Farben, das Film Farbschema ist ja so gefühltes Blau und so. Oh, ich will es wieder anschauen jetzt. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, um 12:30 Uhr beende ich den Stream dann auch, dass ich hier mein Frühstück noch fertig essen kann. Ja, ich habe noch ein paar Dinge zu machen. Mit. Alles klar. Gut, dann. Ups. Rausgeflogen. So, Mühle. So, Mühle. Mein Levelroute ist immer das gleiche irgendwie. Immer wenn ich bei einem neuen, meinen Heimatstadt irgendwo anders hab, mache ich eine neue Levelroute draus. Die letzten 2 Tage war ich halt auch gar nicht tagsüber online, sondern immer nur so 8:30 Uhr oder halt 20:30 Uhr abends. Lol. Und jetzt ist. Ich hatte auch gestern. Ja, ich hatte halt so einen Bug machen wollen, dass ich die. Also Nachtzeit oder so. Dass es halt Nacht zum Tag wird. Dass es hell ist, obwohl es schon 23 Uhr oder so war. Dann wollte ich die Rennen machen, dass ich halt tagsüber level quasi. Aber das hat dann auch nicht funktioniert, weil wenn ich dann Rennen gemacht habe, kam dieser Countdown nicht mehr. Und als ich dann halt, das war das Rennen bei Steve, als ich dann ins Ziel geritten bin, hat es mir nicht angezeigt, dass ich das Rennen beendet habe. Und ich konnte meine XP auch nicht abholen. Es war immer nur so, als wäre ich im Rennen gewesen, aber der Countdown hier war auch weg. Tja. So, dann Hasenrennen, dann Marley, auch an der Strecke, Landgut, ja. Hat jemand von euch eigentlich Vampire Diaries und so geschaut? Oha, schau, wieder in einem Durchlauf. Sonst verkacke ich das Rennen jedes Mal. Oha, hat funktioniert. Wahnsinn.
Nee, nicht geschaut. Okay. Ja, ist ganz witzig. Oha, das war voll synchron. Hast es auch nicht geschaut? Okay. Muss man auch nicht. Ist kein Muss. Aber ich finde es, glaube ich, sogar besser als den Twilight. Ja. Am Ende ist halt auch so, dass da jeder irgendwie verletzt wird und irgendwie stirbt immer die Hälfte. Naja. Und dann gibt es so einen Dude, der ist einfach, das hat ja 8 Staffeln das Ganze, der bleibt die ganzen 8 Staffeln so normal. In dem Fall ist es halt so, dass da fast jeder Charakter dann zu einem übernatürlichen Wesen wird, Werwolf, Vampir, was auch immer. Und der eine bleibt halt dann einfach Mensch, keine Ahnung, wie der das schafft. Obwohl ihn fast jeder umbringen will. Genug des Themas. Kurz AFK, okay. Ich glaube, das eine ist auch noch eine Quest zum Rennen, kann es sein? Ich weiß es nicht. Nein. Ey, nee, oder? Warum? Wow, einmal geflogen. Oh Leute. Ja, ich habe gerade Chat geguckt. Das ist irgendwie nicht so. Muss ich jetzt eigentlich noch mal eine Runde, oder? Ja, ist noch nicht vorbei. Ich dachte, jetzt kann ich durchlaufen. Ich habe keinen Bock mehr auf das Rennen, ganz ehrlich. Moment, mein Handy gibt wieder den Geist auf direkt. Und mit dem lese ich halt gerade den Chat. Es hat noch 1%. Hallo, Rose. Pferd ist so wendig. Ja, meins auch. Also mit höherem Level sind die wirklich gut. Ich muss kurz Ladekabel einstecken. Ja, wir warten kurz. Und welcome back. Auch nur bei guter Laune, ja. Ja, meins ist fast wieder happy. Hey, jetzt ist der Bug weg. Vorhin hat es ja noch so komisch geblinkt.
Aber nur bei guter Laune ist das Pferd wendiger. Ja, gut, halt, wenn das Pferd schlechte Laune hat, ist es wie bei Level 1. Obwohl, wenn es bei Level 1 happy ist. Und dann ist es halt noch wendiger, als wenn es schlechte Laune hätte und Level 15 ist. Wo wohnt ihr? In meinem Zuhause. Fertig, alles klar. Gut, dann gehen wir zur Baroness-Strecke. Es braucht ja auch immer eine halbe Ewigkeit, weil es ja zwei Runden sind und die Strecke ist mega lang. Und ich glaube, nach dem Rennen beende ich den Stream jetzt. Dann, nach dem Rennen. Dann, genau. Wo kommt denn noch 105? Was? Warte, hat man. Wie viel hat. Ich weiß gar nicht, wie viel hat man davor bekommen. Hat man davor 250 bekommen? Kann mir das einer bestätigen? Oder wie viel hat man davor bekommen? Wenn, dann ist es echt frech, dass sie 100 XP weggenommen haben. Für zwei Runden. 250, wow. Wir müssen jetzt zwei Runden, eine viel längere Strecke reiten, obwohl man das hier in Sekunden hinbekommt. Und jetzt haben sie uns 100 XP geklaut, lol. Asozial, würde ich sagen. Okay. Was gibt es eigentlich für Klamotten? Gibt es irgendwas Interessantes? Ich hatte in die Shops noch gar nicht reingeschaut. Ich guck mal kurz rein. Ach, die Rennkleidung stimmt. Da nur wieder das Ganze, das Gleiche. Ah, die Decke. Wow, die Decke kann man tragen, ja. Oh. Und ich glaube, da ist das Ganze nur ein. Oha. Ey, warum können die Trense nicht tragen? Das finde ich mega schade. Die hier ist voll schön. Majestätische würde ich jetzt reinstrecken. Oha, das ist die Decke cool. Nice. Moment, stellen wir uns irgendwo hin, wo es schön aussieht. Stellen wir uns aber kurz hier hin. Hast die neue Strecke nicht? Er musste noch die Quest machen. Ich weiß gar nicht, wann man die Quest bekommt. Ich glaube, da muss man erstmal noch eine andere Quest dafür machen.
Warum hat das einen Ton? Ich mach kurz noch was. Wenn mein Pferd den Kopf hochnimmt. Moment. Ja, ist so. Der Rabe dreht seine Ruten und. Ja, gut. Ich würde dann den Stream auch beenden. Dankeschön an alle, die dabei waren. Dankeschön, dass ihr hier mitgelevelt habt. Und. Ja, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht auch beim nächsten Video, das diese Woche noch kommt. Und tschüss.